Servus, Luisa. Weg. Weg. Hinten ist noch Luisa. Will er markieren. Ich weiß. Ja, einfach immer alles ohne mich. Bist du einfach nie da? Ja, nein. Ihr könnt doch einfach Bruder da machen, man erst eh nichts. Doch, ich hab Schule. Training, Schule. Samstag ist der freie Tag. Was macht man am Samstag? Neben Kürze. Ich hab heute noch nicht so viel gegessen. Warum? Ging nicht. Wie ging nicht? Ich hätte die Bahn verpasst, dann wäre ich aufstehen und essen. Ja, aber wenn ich. Auf dem Weg? Hab ich ja auch. Weg Bier. Mit Bier gibt's nicht. Bier trinke ich nicht. Ich hab ja auf dem Weg gegessen. Aber halt davor. Im Großen und Ganzen. Muss mal eher aufstehen. Ging ja nicht. Warum 8 aufstehen? Max, es ging nicht. Warum? Weil ich Samstag irgendwie bis 3 Uhr oder so noch wach war. Ja. Weil ich den Billardsieg gefeiert hab. Gestern. Weil ich irgendwie das eine Wachkopf nicht fett. Ja. Heute. Verstehe die Frage nicht. Ja, aufstehen, mehr essen. Fertig. Willst du Erster oder Vierter werden? Ja, wahrscheinlich willst du Vierter werden. Anscheinend ist der Schlaf wichtiger als der Gewinn. Weiter werden hinter dir. Ja, du wirst ihn trotzdem einholen. Digga, der hat natürlich. Ja. So was, der Coach jetzt noch. Ja, Karma. Ja, mach ich doch. Digga, ich muss es hier halt erstmal richtig machen. Warte, so am besten. So, und wir gehen rein. Heute steht ein Kreuzheben und Bein-Bizeps-Training auf dem Plan. Am Anfang will ich jetzt versuchen, mal ein paar Klimmzüge mit einzubauen, weil das hat sich so in den letzten Monaten bei mir ein bisschen herausgeschlichen, eher gesagt. Und ja, will da wieder ein bisschen besser werden. Deswegen baue ich das am Anfang so das Training ein bisschen ein. Finde ich auch am Kreuzhebertag gar nicht so schlecht, um da ein bisschen den Rücken, ich nenne es mal, vorzuerwärmen. Genau, hier fange ich vorher an, ein bisschen mit 70 Kilo mich warm zu machen und dann geht es auch schon wieder los. Wir haben heute eine Besonderheit, dass wir mit Bändern trainieren. Das ist so mein Montagstraining. Da trainiere ich Kreuzheben auf Defizit,
mehr oder weniger gesagt, weil so aktuell meine Schwachstelle, wenn dann überhaupt beim Kreuzheben ist, sage ich mal, wäre es beim Lockout und da die Bänder dann, wie man hier gerade sieht, mit hinzufügen kann, ist die stärkste Stärke, die ich habe. Die sind bis zu 125 LBS, also. Und ich nehm die doppelt, also man kann schon sagen, dass sie dann oben im Lockout nochmal gute 50, vielleicht auch 60 Kilo nochmal extra geben, aber ich rechne es immer ganz konventionell, konservativ, so rum, mit 50 Kilo. Und heute sind wir, glaube ich, bei 240 auf 8, aber ich glaube, ich schaffe die 8 nicht ganz, sondern nur auf 6, 6,5. Und dann nochmal die 50 Kilo draufgerechnet, sind wir bei 290. Das ist ganz okay, weil ich hatte die Woche davor, war ich mal wieder, ich habe ein übelstes Glück aktuell, war ich eine komplette Woche ausgefallen. Das heißt, ich hatte eine komplette Woche gar nichts gemacht, dann direkt den Montag eingestiegen mit, sagen wir dann dementsprechend 290 im Lockout auf 6. War ich eigentlich für mich ganz zufrieden. Normalerweise geht mehr, aber ja, was will man machen, wenn der Körper Nein sagt? Und ja, hier sieht man, wie gesagt, ich gehe mit in 50er Schritten hoch, ganz easy. Erst 70, dann ist 120, wenn man nur die Scheiben rechnet. Und ja, genau. Das sind noch die alten Scheiben, die man hier sieht. In den ganzen neuen Videos, die dann kommen werden, Stück für Stück. Dann sieht man auch endlich meine ordentlichen neuen Scheiben von Strength Shop, die Wettkampfscheiben, habe dann auch ordentliche Matten unten drunter, weil ich meine Scheiben natürlich ja nicht so auf dem Boden dautzen möchte. Genau deswegen. Oder ja, die neuen Videos kommen dann noch in den nächsten Tagen. Ich war jetzt wieder 2 Wochen krank. Also das Video ist von Anfang Oktober. Danach war ich wieder. Dann konnte ich die Woche durchtrainieren und dann hatte ich wieder 2 Wochen, bin ich ausgefallen, weil ich mir beim Bankdrücken ist mir die Hantel aus der Hand gerutscht. Das, ja, will man gar nicht näher erzählen. Und 140 Kilo sind mir dann ungebremst aus, ja, so eine komplette Armlänge auf die Rippen gefallen und ja, ich dachte mir so, okay, geht schon, einfach Ibus reinhauen, habe dann noch eine halbe Woche durchtrainiert, Vollgas gegeben. Aber war vielleicht nicht die beste Idee. Und dann hat es mich dann wirklich 1,5 Wochen komplett rausgehauen. Ich habe dann auch gar nichts gemacht. Und heute, also heute ist der 23.10., wo ich das einspreche, ist mein erstes Training wieder gewesen. Ja, der Oktober war durchwachsen. Ich hatte gefühlt nur eine Woche Training im Oktober. Aber jetzt hoffe ich, dass ich einfach mal ein bisschen schmerzfrei, verletzungsfrei bleibe, um einfach auch mal bis zur DM nächstes Jahr gegen März soll die ja stattfinden, einfach auch mal durchziehen kann, um ein bisschen was aufzulegen. Ne? Also ist einiges geplant. Ich will eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen, was meine Ambitionen sind, was ich heben, beugen und benchen möchte, weil es hat, um ein bisschen tricky zu sein, ganz gut funktioniert auf der letzten DM. Mit meinen 615 oder so hatte ich ja, glaube ich, gemacht, um die Mini-Anforderung zur Qualifikation. Und dann, ja, habe ich gewonnen. Und das kann ich zwar nicht nochmal bringen, aber ich kann zumindest nicht verraten, was ich anpeile. Um so einfach ein bisschen, ja, man muss ein bisschen tricksen, wenn man dann auf einem bestimmten Niveau ist. So sieht es aus. Aber es werden auf jeden Fall mehr als 850. Das ist schon mal, kann ich ja schon mal verraten. Ja, genau. Das ist jetzt der letzte Satz mit 240 an Scheiben und ja, mit den Bändern sind wir ungefähr bei 290 im Kreuzheben. Wie gesagt, hier sieht man, okay, das war dann der sechste. Das war eigentlich die siebte Wiederholung. Ging nur so zum dreiviertelsten Weg hoch. Deswegen zähle ich das für mich immer so als 6,5. Genau, dazwischen, jetzt ist die nächste Übung Beinbeuger, aber dazwischen hatte ich noch Nordics gemacht, die hatte ich leider nicht abgefilmt, weil Marek hier, der im grünen Pullover, leider das Stativ für sich brauchte und deswegen hatte ich mir gedacht, okay, wird ja nicht das letzte Training sein, wo ich es abfilme, da kann ich das beim nächsten Mal nochmal zusätzlich machen. Genau, kurz zum Beinbeuger vielleicht, ein, zwei Worte verlieren, vielleicht interessiert das jemanden, wie ich die Ausführung mache, also man sieht schon, ich habe nicht Unmengen an Gewicht hier drauf, weil ich mich aktiv mit meinen Unterarmen abstütze, so dass ich meine Hüfte, mein Becken,
eins von beiden, wahrscheinlich auch beides einfach, aktiv ins Polster drücke, um so einfach den Beinbizeps besser zu isolieren. Das kann man ganz gut selber herausfinden. Einfach mal sich normal hinlegen, wie man das halt normalerweise kennt. Und dann hebt man mit dem Arsch ein bisschen ab. Dann trifft man natürlich auch den Beuger, aber nicht so isoliert. Wenn man sich aber einfach ein bisschen mit den Unterarmen abstützt, kann man einfach den Arsch aus der Bewegung rausnehmen und so intensiver auf den Beinbeuger gehen. Nimmt natürlich ein bisschen weniger Gewicht, aber man ist natürlich mehr drauf. Und wir sind keine Bodybuilder, wir müssen jetzt nicht den schönsten Hamstring haben. Von daher, ja, man so isoliert schön den Beinbizeps trainieren. Genau. So, als nächste Übung haben wir dann auch schon gleich, noch ein paar Sekunden geht das Video, haben wir dann noch die rumänischen Kreuzheben. Die mache ich immer an der Multipresse. So, sieht man gleich. Also man sieht, wenn man ordentlich Kniebeugen, Kreuzheben und sowas macht, kriegt man auch einen guten Arsch an die Ladies. Da braucht man gar nicht so einen Quatsch mit irgendwelchen Kabelkickbacks machen, aber das ist ein anderes Thema. Genau, ich mache hier an der Multipresse rumänische, finde ich einfach persönlich besser, weil wenn ich das jetzt nochmal zusätzlich mit der Langhantel frei machen würde, würde ich für mich persönlich einfach so viel Druck oder so viel Spannung eher gesagt auf dem unteren Rücken kriegen und so kann ich das einfach viel besser kontrollieren und einfach auch ein bisschen mehr Gewicht nehmen, weil ich habe ja zweimal die Woche Kreuzheben, ich habe Kniebeugen zweimal die Woche. Und dann hätte ich jetzt nochmal extra freies rumänisches Kreuzheben, dann würde mir mein Unterrücken einfach komplett kaputt gehen. Ist so mein Gefühl, deswegen mache ich es einfach lieber geführt, ist der gleiche Effekt. Hat jetzt in meinen Augen keinen großen Unterschied, man kann mich gerne berichtigen, aber jeder spürt es ja auch so ein bisschen anders. Deswegen, ich mag es lieber gerne an der Multipresse und habe auch den Hocker drunter gestellt, weil die Multipresse hier leider nicht bis zum Boden geht und so habe ich einfach da einen besseren Range of Motion. No. Man sieht wieder links im Bild Manuel, mein Trainingspartner. Der hatte jetzt auch ein paar Tage ein bisschen mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen. Ist jetzt auch ein bisschen rausgekommen, aber jetzt ist ja so die letzte Woche im Oktober. Sind wir beide wieder komplett fit und greifen wieder an. Er startet, ja, hatte ich ja im letzten Video gesagt, erst 2024 auf dem Wettkampf. Genau. Ich bin hier jetzt bei 100 Kilo auf, ich glaube auf 12 oder auf 15 Wiederholungen war das. Das ist aber eine relativ leichte Woche bei mir. Und ich glaube, ich hatte nochmal einen Satz drüber gemacht mit 110 oder 120, aber das habe ich dann nicht nochmal abgefilmt. War dann auch nichts Spektakuläres mehr. Aber ich sage euch als letzte Übung, nochmal so 110 auf 15 Wiederholungen. Und wirklich, ich mache das ja extrem konzentriert. Tut schon weh. Genau, ich hatte ja gerade gesagt, das war meine leichte Woche. Also ich habe dann ein Wochensystem, nachdem ich trainiere. Ich habe nicht das typische Powerlifting-System mit API und mit Schlag mich tot. Da komme ich aber nicht zurecht. Und ich trainiere so, wie ich trainiere, seit guten 5 Jahren. Und ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Ich kann da sehr, sehr gerne mal ein Video zu machen. Vielleicht inspiriert das den einen oder anderen. Und er sagt, ey, ich probiere das mal aus und werde dadurch stärker oder nicht. Muss jeder mal für sich selbst dann entscheiden. Wird mal in der kommenden Zeit einfach noch kommen. Ja, das war es auch schon. Danach noch ein bisschen Dehnung, Wadenbauch und dann war das Training auch zu Ende. Bis dahin sehen wir uns beim nächsten Mal.